almost feel like I shouldn't speak because Lucy gave a brilliant sum up. Ich habe das Gefühl, jetzt gar nicht mehr sprechen zu müssen, weil Lucy ja schon eine ganz gute Zusammenfassung geliefert hat. But some really important points came up, and some of the points were about the very, very young people who are radicalizing. And Ursula made the point that it is so inspiring to see the courage of even someone as young as 11 years old. Es wurden einige wichtige Punkte angesprochen, zum Beispiel, wie viele junge Menschen sich gerade engagieren. Und Ursula hat darauf hingewiesen, wie inspirierend das ist, wie ermutigend das ist, Leute im Alter von 11 Jahren auf der Straße zu sehen und eine Rede halten zu sehen. And Malina said that here young people are often criticized as, you know, they don't care, they are just self-centered and spoiled. We have those, you know, that kind of criticism of young people in America too. Marlene hat darauf hingewiesen, dass man hier oft hört, ja, junge Leute, die sind unpolitisch, die tun nichts und so. Und die Erfahrung haben wir in den USA auch, auch junge Leute werden oft so kritisiert. But the Occupy Movement and more recently the March for Our Lives have shown that young people are anything but disengaged. Aber schon die Occupy-Bewegung und auch diese Bewegung Marsch für unser Leben hat gezeigt, dass junge Leute alles andere sind als nicht engagiert oder als interesselos. What is often incorrectly seen by liberal commentators as a disengagement. Was liberale Kommentatoren oft als eine Art Desinteresse interpretieren. Is really seething anger against the system. Ist in Wirklichkeit tiefsitzender Ärger gegen das oder tiefsitzende Wut gegen das System. It was incredible to see these young teenagers call out the absolute rottenness and corruption of Republican politicians who refused to say, okay, I will stop taking money from the NRA. Da begeistert zu sehen, wie diese jungen Leute die Verkommenheit und die Korruption der republikanischen Politiker angegriffen haben, die sich geweigert haben, ihre Spendenzahlung von der National Rifle Association, von der Waffenlobby zu verweigern. And just to inject a little bit of lightheartedness, as Kurt Cobain of Nirvana said, the job of you is to fight corruption. Und Zitat zu bringen, wie Kurt Cobain gesagt hat, es ist die Aufgabe der Jugend, die Korruption zu bekämpfen. Das wirklich wichtigste oder ganz unglaublichste Ding, was wir durch unsere Intervention von Socialist Alternative bei diesem Marsch für unser Leben bei all diesen jungen Leuten herausgefunden haben. Which is that it is not just anger against gun violence, it is a deeper anger against the entire system. Sie sind nicht nur wütend über die Waffengewalt. Es ist ein tiefsitzender Ärger gegen das ganze System, den wir da gesehen haben. Against student debt, against low pay jobs, against poverty, homelessness, and not just gun violence, but the endemic violence in society. Es ist die Wut über die Verschuldung von Studierenden, über niedrige Einkommen, über die Schwierigkeit, eine bezahlbare Wohnung zu finden, und nicht nur gegenüber Waffengewalt, sondern gegenüber der massiven Gewalt, die überall in den USA herrscht. Even though that particular massacre occurred in a very upper middle class, predominantly white neighborhood. Dieses spezielle Massaker in Parkland, Parkland, ne, hat in einer eher so obere Mittelklasse überwiegend weißen Wohngegend stattgefunden. The students independently reached out to young black people in poor neighborhoods of cities like Chicago and said, the violence you face from the police is no different than the violence we face in our school campuses. Und obwohl diese Schule so zusammengesetzt war, haben sie sich bewusst an eher ärmere, schwarze Stadtteile gewendet und gesagt, die Gewalt, der ihr gegenübersteht seitens der Polizei, ist auch eine andere Art, also ist auch wir stehen dieser Gewalt an unserer Schule gegenüber. And that relates to the program that Socialist Alternative put forward in our leaflets, our newspaper and our material, in our interventions in these marches. Und darauf bezieht sich auch
das Material, mit dem unser Programm, mit dem wir in diese Bewegung eingegriffen haben. We have been sympathetic to and in solidarity with many of the demands to stop gun violence, like the demands related to assault weapons. Wir sind mit einer ganzen Reihe von Forderungen einverstanden, die in dieser Bewegung aufgeworfen wurden, zum Beispiel den Waffenkauf schwieriger zu machen. But we haven't stopped there. Aber wir sind dabei nicht stehen geblieben. We have connected these questions to police brutality and to the fact that it is completely an illusion to expect that we can have a violence-free society under capitalism. Wir sind dabei nicht stehen geblieben. Wir haben es verbunden mit der Frage der Polizeibrutalität und haben den Punkt gemacht, dass es eine absolute Illusion ist, zu glauben, im Kapitalismus eine gewaltfreie Gesellschaft herstellen zu können. Der Jugend und ihrer Radikalisierung führt uns zu dem Punkt, den auch Lucy angesprochen hat, als sie die zu Bernie Sanders aufgeworfenen Fragen beantwortet hat. As Lucy said, we haven't been, Socialist Alternative never was and has never been uncritical cheerleaders of anybody, including Bernie Sanders. Wie Lucy ausgeführt haben, wir haben eingegriffen. Wir waren, Socialist Alternative ist nicht und war niemals ein unkritischer Unterstützer oder Bejubler von irgendjemandem, auch nicht von Bernie Sanders. Many on the left made what we in the CWR thought were two kinds of mistakes, either being uncritical cheerleaders or standing on the sidelines and rejecting everything about Sanders. Viele auf der Linken haben einen der beiden Fehler gemacht, den wir als Komitee für eine Arbeiternationale kritisiert haben. Also entweder unkritisch Sanders abzufallen oder eben beiseite zu stehen und nicht in die Sache einzugreifen. But as Lucy correctly said, the duty of Marxists is to recognize the flaws of Sanders himself, but to understand that it is not about Sanders. Our duty is to reach the millions of people who are radicalizing around him and are embracing the word of socialism. Aber wie Lucy auch schon angesprochen hat, Aufgabe, es geht nicht um Sanders selbst. Die Aufgabe der Marxisten ist es, die Menschen zu erreichen, die sich auf Sanders orientieren und die zum ersten Mal in ihrem Leben das Wort Sozialismus für sich entdecken. And as Christoph pointed out, most of our international CWI comrades heard about Sanders when we, in our first meeting with Sanders, told him he needs to run as an independent. Christoph hat es erwähnt, viele unserer CDI-Genossen in aller Welt haben zum ersten Mal von Sanders gehört, als wir das erste Treffen mit ihm hatten und gesagt haben, er soll kandidieren für die Präsidentschaftswahl. Which of course he refused to do. Was er abgelehnt hat. But rather than stand on the sidelines and say that, you know, have a position of moral purity and say, oh, he refused to run as an independent. Aber anstatt an der Seitenlinie zu verhandeln und zu sagen, ja, der hat sich geweigert, als unabhängiger Kandidat zu kandidieren, dann haben wir damit nichts mehr zu tun. We launched what we call a movement for Bernie. Haben wir eine Sache begonnen, die wir Bewegung für Bernie genannt haben. In which, through which, we reached many hundreds of thousands of his supporters, but on our terms, with our program. Und wir haben durch diese Initiative Hunderttausende seiner Unterstützerinnen und Unterstützer ansprechen können, aber mit unserem Programm, unseren Ideen. And in fact, while Sanders has been very sympathetic to us, and in fact he made a phone call to us when we won our first election. Und tatsächlich war Bernie Sanders zu Anfang recht freundlich uns gegenüber und hat uns mit einem Telefonanruf gratuliert, als wir zum ersten Mal gewählt wurden. Even genuine, well-meaning politicians like him are under no illusion of what we represent. Aber selbst so wohlmeinende Politiker seiner Fasson haben keine Illusion darüber, was wir repräsentieren. We had to fight to be allowed to speak at his big rally in Seattle. Wir mussten verdammt dafür kämpfen, auf seiner großen Kundgebung in Seattle überhaupt sprechen zu dürfen. And the only reason we were able to speak was because
talked to the youngest people on his campaign team who really wanted us to speak, and we said, you need to argue with the campaign higher-ups that we need to be able to speak. Und der einzige Grund, warum wir überhaupt dazu gekommen sind, da zu sprechen, ist, wir haben uns die jüngsten Leute von seinem Kampagnenteam rausgesucht, die wollten, dass wir sprechen, und gesagt, ihr müsst euren Oberen erzählen, dass wir das Recht bekommen, da zu sprechen. And one of the biggest bumps of recruitment that Socialist Alternative experienced was when, after Bernie was thrown out of the primaries, we launched a petition that called on him to run as an independent, a petition that reached hundreds of thousands of people. Und unseren größten Wachstumsschub hatten wir als Socialist Alternative, als Bernie Sanders bei den Vorwahlen dann sozusagen verloren hatte und wir eine Unterschriftenliste machten mit mehreren und wir hatten einige hunderttausend Unterschriften dafür mit der Forderung, dass Bernie Sanders unabhängig kandidieren soll. Darauf haben wir am meisten gewonnen. And there's an anecdotal connection also between the politics that Sanders represents and why it is so radical and the March for Our Lives movement against gun violence. Und es gibt eine Anekdote in Bezug auf Sanders Haltung zum March für unser Leben. On the first, you know, there were two different marches. On the first day of the march, many of the Democratic Congress members, they came out and started greeting the students. Und es gab zwei Tage dieses Marsches. Am ersten Tag kamen viele der demokratischen Politiker raus und haben den Marsch begrüßt. They walked in, these Congress members walked in like celebrities, taking selfies with the students. Und diese Kongressmitglieder haben sich verhalten, so wie Promis, ne, haben so Selfies mit den Schülern gemacht. A little while later, they realized these students didn't know who the hell they were. Und kurz darauf mussten sie feststellen, die waren gar keine richtigen Promis, diese Schüler wussten gar nicht, wer die sind. A little while later, Sanders walked by. Kurz darauf ist Sanders dann hingekommen. There was an uproar in the crowd of young people who started chanting, Bernie, Bernie, Bernie. Und es gab quasi einen Aufruhr innerhalb der Schülerinnen und Schüler, die angefangen haben zu rufen, ja, Bernie, Bernie, Bernie. It's only an anecdote, but it shows that young people are radicalizing on systemic, fundamental questions and they are open to our ideas. Und das ist nur eine Anekdote, aber es zeigt eigentlich, dass junge Leute offen sind für die grundlegende Kritik an diesem System und offen und erreichbar für unsere Ideen. And while it is true that Bernie, when he says socialism, doesn't mean what we mean by socialism, that is less important than what is most important, which is that he has extremely popularized the word socialism. Und es ist absolut richtig. Bernie Sanders versteht unter Sozialismus was ganz anderes als wir. Aber das ist weniger wichtig als die Tatsache, dass er dazu beigetragen hat, das Wort Sozialismus stark zu popularisieren. He proved on a national scale what we have demonstrated on a much smaller scale in cities like Seattle and Boston and Minneapolis, that there is a huge openness for socialist ideas. Und er hat auf landesweiter Ebene das bewiesen, was wir in kleinerem Maßstab in Städten wie Seattle, Boston und Minneapolis bewiesen haben, dass es eine massive Offenheit für radikale Ideen gibt. And in closing, I will say this. Zum Abschluss. As Lucy said, we are not an organization that builds a cult of personality. Wie Lucy gesagt hat, wir sind keine Organisation, die Personenkult befördert. As a matter of fact, this idea that some messiah or hero will save the world, will save us from our misery, has been a toxic lie that has been perpetrated by the liberal media. Und tatsächlich ist diese ganze Idee, dass uns irgendein Held ein Schwester werden wird, eine falsche Idee von da Medien produziert wurde. That is why the politics of the CWI, our program and our strategies, has everything to do with our success, not with any individual. Und deswegen hat unsere Politik, unser Programm, unsere Strategie mit unseren gesamten kollektiven Anstrengungen zu tun und nicht mit einem Individuum. The work of the CWI is to build strong collective leadership everywhere in the world. Unser Ziel ist es, eine starke kollektive Führung überall in der Welt aufzubauen. And you have a friend who said that he will become my worst enemy if I stop struggling. Und zu dem Genossen, der
gesagt hat, er wird ihr böse, ihr ärgster Feind werden, wenn sie irgendwann mal aufhört zu kämpfen. Here is our promise. Gibt's ein Versprechen? We will struggle. We will continue the struggle in the United States. Wenn wir den Kampf in den USA fortsetzen. But capitalism is an international system, and therefore the struggle needs to be international. Aber Kapitalismus ist ein internationales System, und da ist auch der Kampf dagegen international. Thank you and all of you.